Huren seid ihr drin. Ja, du fängst an. Und los. Herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde. Heute die ersten Stimmen zum Spiel Hertha BSC gegen alle mal lachen Aachen. Und ich muss sagen, der Olli, der hat schon ganz schön einen Tee, ne? So schnell, aber Mann. Oh, der Udo Ladex, der sagt, wir sollen nicht so schnell. Da drüben ist das Bellamy, Olli, geht da heute noch was, nachdem du ja nicht als vierter Torhüter bei Hertha genommen wurdest. Aber was ist mit Verena? Ja, die Verena, die ist zurzeit leider im Urlaub in Thailand. Und wie soll ich sagen, ich habe eine neue Schnalle, ja, die habe ich ja präsentiert letzte Woche auf dem Oktoberfest. Aber warte mal, weißt du noch damals, wo wir zusammen waren am See, da wo wir das Interview gegeben haben, da haben wir gerade frisch über die Verena gesprochen gehabt. Ja, über den Räumerkai. Der Räumerkai, ja, der Räumerkai. Warte mal, halt noch mal kurz mein Bier, weil immer, aber du weißt, und? Das ist kein Weißbier. Und was ist mit dem Frank? Was ist mit dem Frank? Ja, der Frank, der kommt da gerade hinten aus der Kabine. Aber der will kein Interview geben heute. Er ist deprimiert, weil er nicht gespielt hat. Ich bin mit dem doppelten Kreuzbandriss im linken und im rechten und im überlinken Knie macht sich das auch schlecht. Und ja. Im rechten Hoden. Aber ich meine, auf alle Fälle, wir sind an meiner Villa vorbeigelaufen. Ja, aber Olli, ja. Das ist doch finanziell ist gar nicht schlimm. Machbar für dich. Das ist ja immer für den Lothar Matthäus und der Liliane. Ja, also der Lothar, da hat mir ja verraten, ja, dass er mit der Liliana, also warte mal hier, der Baum, ja. Ja, der Baum ist auch schön, ja, der hat den Herbst schon Engstock gehalten. Und wenn ich mir denke, ja, dass der Lothar mit der Liliana, ja, wie soll ich sagen? Also der hat da mit der Liliana echt einen Fang gemacht gehabt. Aber, ja, Abschlag, 30. Minute aus dem eigenen Strafraum Bayern in Klammern. Der Lothar hat mit der Liliana, ja, also das ist ja ein wildes Biest, ja. Wo die. Woher wissen Sie denn das? Ja, pass auf. Uli Potowski. Also, wo ich meine, wo die Liliana ja vor 3 Wochen bei mir war, ja, zum Fotoshooting in meinem Bett. Ja. Also, heuer auf meinem HTC von Vodafone, ja. Da habe ich Bilder von der Liliana, ja. Ich sah nur Maiskolben. Aber Maiskolben nicht zum Verzehr, ja? Sondern Maiskolben, wie soll ich sagen? Maiskolben, ja, bei Männern heißt Rektaluntersuchung. Und ich hab die Liliane erstmal mit Maiskolben rektal untersucht gehabt. Ja, und ich muss sagen, die ist kerngesund. Ja, ich hab mich nur gewundert, wie die geschrien hat, wie am Spieß, wo ich das Ding trocken, rektal, ja, bei ihr eingeführt hab, ja. Aber so ein enges Ding, ja, hab ich schon lange nicht mehr gehabt, ja. Ich sag mal, so 2 Mal das Bier war Standard gewesen, ja. Aber die Liliana vom Lona, die war ja, ey, oh mei, warte mal, du kannst es doch. Du warst doch mal mit ihr, vor 6 Wochen warst du mit ihr, vom Oktoberfest live on stage, du hast doch mit ihr aufgebaut gehabt. Die war doch rowdy. Ja, da muss ich mal kurz einhaken. Also bei der Liliana kann ich nur sagen, du, da habe ich so richtig, weißt du, so richtig schön den Stern zur Sonne, weißt du? Aber das war schon keine Sonne mehr, das war schon der Saturn mit Ringe. Scheiße, mit Ringe. Die hat geschrien wie am Spieß. Und es hat geblutet wie die Sau. Oh! Aber was haben die Nachbarn so gesagt? Die Nachbarn, ja, die Nachbarn, welche Nachbarn? Also ich meine, der Franck Ribéry, der ist irgendwo in Paris und macht da mit die Kinder rum. Und der Arjen, der ist ja sowieso, der ist ja ständig auf Droge. Ja, der Arjen Ramos, nee. Nee, der Arjen Robben. Der Robben, die Sauer. Ja, also ich würde sagen, jetzt erstmal rot an der Ampel. Warte mal, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, ne. Ein kurzes Grüß. Schlusswort noch. Grüß. Weißt du eigentlich, warum der Robben, ja, warum der den Spitznamen Robbenklobber hat? Weil er nur noch zu Hause den Handbetrieb drin hat. Ja, warte mal, ein Schlusswort von meiner Seite, vom Oliver Kahn. Ja, grüß deine Frau und meine Kinder. Ja, mei, das mach ich. Und grüß du meine Kinder und deine Frau. Ja, mach ich. Klar, welche Frau meinst du? Ich meine jetzt die Liliane.
Weil, weißt du, mit Kondom habe ich nicht so, weil es ja wie Küssen durch die Scheibe. Ja, das weiß ich, okay. Und der Blumenkohl geht auch langsam schon weg am Pullemann. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend.